Hallo Welt, da sind wir wieder, nochmal hier am Anfang in Nuka World, unter Nuka World, hier am Vault am Anfang. Und wir wollen jetzt erstmal sehen, ob wir unseren Porter Gage loswerden. Wobei ich ihn gerade gar nicht sehen kann hier in der Nähe, das wundert mich jetzt etwas. Er sollte eigentlich hier sein. Und wir müssten eigentlich eine Markierung unten haben. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, was wir jetzt hier vorhaben zu versuchen. Ich werde wohl drum rumkommen, das hier noch einmal vorlesen zu dürfen. Schade eigentlich, aber das haben wir jetzt schon 3 oder 4 Mal gelesen in den letzten Folgen. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Porter Gage, um ihn wegzuschicken, denn das hat in der letzten Folge hier alles nicht so gut mit ihm geklappt. Ja, und da frage ich mich doch ernsthaft, wo ist der denn jetzt? Der ist doch mit uns hier runter, der ist doch hier rumgeschlichen die ganze Zeit. Wir gehen jetzt mal rauf und suchen ihn, und bevor wir jetzt hier wieder irgendetwas falsch machen, das hier ist ja jetzt nur so eine Testfolge, wenn es einen besseren Ausgang gibt als den in der letzten Folge, werden wir natürlich diesen jetzt hier nehmen. Da ist Porter Gage, okay, alles ist gut. Was gibt's, Boss? Verschwinde. Aufgepasst, Gage. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Hau ab. Wegschicken. Du solltest zurückgehen. Ganz sicher? Okay, aber pass auf, dass du ohne mich nicht allzu viel Ärger bekommst. Na gut. Ja, wie ich in der letzten Folge sagte, uns ist ja aufgefallen, dass wir mit Porter Gage schon bei den Jünger Raidern Probleme mit Nisha bekommen haben. Und Nisha wollte einfach eine Mission, eine Aufgabe nicht annehmen, obwohl wir sie abgeschlossen haben, wollte sie uns nichts dafür geben, nachdem wir... Habe ich was gehört? Nachdem wir Porter Gage aber weggeschickt haben, da hat es dann... Naja, die Aufgabe war weg. Ich glaube, wir haben nichts dafür bekommen damals, aber die Aufgabe war dann wenigstens nicht mehr als aktiv in unserem Pip-Boy. Aber erst nachdem wir Porter Gage weggeschickt haben eben. Also Sierra Petrovita... Diese Person ist beschäftigt. Versuchen wir es diesmal eben besser hinzubekommen, was wir in der letzten Folge eben nicht machen konnten. Ja, ich hoffe mal, dass wir... Ja, wir haben die Aufgabe ausgewählt, aber wir haben jetzt auch keinen Marker. Irgendwie scheint hier jetzt alles schrubbelig zu sein im Moment. Okay, sprechen können wir leider immer noch nicht mit ihm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann eigentlich nicht daran liegen, sagte ich schon in der letzten Folge, dass wir hier die ganzen Aufgaben noch nicht abgeschlossen haben. Nein, das dürfte eigentlich nicht sein, denn wenn dem so wäre, würde es ja da stehen. Ich meine, in den anderen Zonen vom Freizeitpark... Da stand ja jedes Mal, sie können das nicht bedienen, es muss erst der Strom eingeschaltet werden und so weiter. Aber hier, wie man sieht, steht nichts. Wir gehen jetzt nochmal ans Terminal, um zu gucken, ob hier irgendetwas triggert vielleicht. Ein Auslöser, ob der dabei ist. Nun gut, vielleicht versuchen wir einmal, wir haben ja jetzt Zeit, die Folge ist gerade erst angefangen, vielleicht versuchen wir tatsächlich mal die Raider-Banden irgendwo zuzuweisen, aber ich glaube, wir werden es nicht alles in dieser Folge schaffen, die Raider-Banden dann auch noch zu verscheuchen wieder. Das wird wahrscheinlich etwas schwierig sein. Dennoch möchte ich das ganz gerne mal ausprobieren. Also hier war, wenn es einen Trigger gab, wird hier keiner bei gewesen sein. Fällt dummer... War hier nicht gerade was? Nein. Dummerweise sind wir hier rangegangen und haben die Hauptenergiesteuerung betätigt und damit die Energie abgeschaltet. Und ja, wir haben, wie gesagt, ziemlich viel Zeit in dieser Folge. Deswegen versuchen wir es einfach mal und weisen den verschiedenen Zonen. Ja, sie hätte jetzt die Möglichkeit, da unten mit Brad Burton zu sprechen, mit John Caleb. Brad Burton. Ja, dann weisen wir eben mal die Zonen zu. Das hier ist ja dann so eine Testfolge auch mehr. Ich meine, zugewiesen hätte ich die Zonen wahrscheinlich sowieso.
Aber schauen wir erstmal, wo müssen wir hier raus? Raus wäre gut, ja. Und ich habe mir da schon Gedanken gemacht, wie man das machen könnte, was wohl Spaß machen wird, wo man die am besten vertreiben kann und wie das dann aussieht alles. Ja, ich hoffe jetzt nur, dass wir das alles schnell in dieser Folge hinbekommen. Und mit schnell meine ich dann, wir werden uns unsere Joggingrüstung holen, diese anziehen und dann wohl hoffentlich, ich sag mal in 5 Minuten, werden wir wohl alle Fahnen, Flaggen gehisst haben. Ja. Dann gucken wir nochmal nach Brad Burton. Aber ich glaube, das wird so einfach auch nicht klappen. Und was machen wir dann? Dann bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Manchmal frage ich mich echt, wie high waren die wohl, als die das hier gebaut haben? Na gut. Unsere schnellen Sachen jetzt brauchen wir erstmal. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Ja, ich muss zugeben, ganz so glücklich bin ich mit dem ganzen Ausgang hier jetzt nicht, wie das bisher gelaufen ist. Also der Schluss jetzt quasi von der Corky-Sammlung. Dabei war das eigentlich bis jetzt eine der witzigsten Aufgaben überhaupt, will ich mal fast sagen schon. Aber das Ende ist mir jetzt ein wenig schleierhaft. Na gut, wo haben wir? Haben wir denn noch etwas Schnelles? Wir haben den Zylinder, den setzen wir auf, der ist schnell. Die Metallrüstung, das sollte eigentlich reichen. Haben wir für den linken Arm noch irgendetwas für den rechten Arm? Mal sehen. Ich meine, da war noch irgendwas, was die Geschwindigkeit nochmal erhöht. Ja, hier rechter Arm. Das erhöht nochmal die Geschwindigkeit. Na gut. Na klar. Ach, was ist das denn auf einmal? Liebe Welt da draußen, habt ihr das gesehen? Es stand eine Nachricht, erkunde den Vault abgeschlossen und sprich mit dem Kopf. Ja, dann haben wir vielleicht doch nichts falsch gemacht. Könnte es sich um einen Bug handeln? Im nagelneuen Nuka World. Nur ganz so nagelneu ist es nicht mehr, ich weiß. Aber was Neues dürfte doch so schnell nicht kaputt gehen, oder? Auch wenn wir damit hantieren. Trotzdem, meine ich. Warum? Was war jetzt der Trigger? Weil wir eine andere Rüstung genommen haben? Oder was war das jetzt? Ich verstehe es nicht ganz. Aber gut, wenn es da steht, umso besser, wenn es da steht. Knall. Kopf, stopp. Stopp, Kopf. Ja, hoffen wir, dass Sierra Petrovita auch noch da. Da ist sie. Okay, wir versuchen den Kopf am Leben zu erhalten. Das wäre mir sehr viel lieber. Am Leben? Ja, wenn er... Ein Kopf, ich hab's doch gerade gesagt, der 200 Jahre auf diese Treppe geguckt. Ich würde wahnsinnig werden. Geht die Tür auf. Ah, geht die Tür auf rotes Licht. Und auf seine Sammlung, naja. Irgendwie tut er mir leid. Ach, auf einmal. Hallo, Sierra. Ich würde es nicht aushalten als eingefrorener Kopf. So ganz ohne Nuka-Cola. Na siehst du, und was machen wir jetzt? Sprechen wir mal mit ihm. John Caleb Brad Burton. Und ich freue mich so, dass wir das jetzt doch noch durchziehen können hier. Du da, mit dem Pip-Boy. Was tust du hier? Was ist denn geschehen, können wir fragen? Ich bin bei Sierra, können wir sagen. Oder das ist doch ein Witz. Ich habe den Wettbewerb gewonnen, werden wir sagen. Wir haben den versteckter Corky-Wettbewerb gewonnen. Der Wettbewerb, das ist alles so lang her. Das war ein anderes Leben. Bevor ich zu diesem Monster wurde, bevor ich hier Jahrhunderte in Einsamkeit leiden musste, das hatte General Braxton die ganze Zeit geplant. Verdammt! Er nannte es Projekt Kobalt. Im Austausch gegen meine Waffenpläne sollte ich Zugang zu lebensverlängernder Technologie bekommen. Ich bin so ein Idiot, dass ich ihm geglaubt habe. Er hat mir nie gesagt, dass dies hier der Preis dafür wäre. Oh, hoppla. General Braxton, können wir jetzt fragen? Sarkastisch können wir natürlich sein. Du wurdest reingelegt und tut mir wirklich leid. Unvorstellbar, was du durchgemacht haben musst.
Tut mir sehr leid, Mr. Bradburton. Manche Leute empfinden mich als etwas erdrückend. Redest du deshalb nicht mehr? Ein Genie ist rastlos. Es muss wachsen, neue Herausforderungen suchen und Grenzen testen. Ja, deshalb eine Waffe. Es sollte eine quantenoptimierte Variante des tragbaren Standardsprengkopfs sein. Die Prototypen befinden sich sogar in dieser Kammer. Du kannst sie haben, unter einer Bedingung. Ich will, dass du die Maschine abschaltest, die mich am Leben hält. Ich will sterben. Was? Nein! Wir können antworten. Bist du sicher, sarkastisch sein? Das klingt extrem. Das kann ich nachempfinden. Ich würde Ihnen einen Roboteranzug bauen, also können wir doch. Das kann ich nachempfinden, ja gut, aber bist du sicher, Frage? Bist du sicher, dass du sterben willst? Ich hatte genügend Zeit, darüber nachzudenken. Du kannst ihn nicht töten. Er ist ein großer Mann. Er hat Nuka-Cola erfunden. Das Beste auf der Welt. Junge Dame, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Qual es ist, hier allein zu sein und jahrelang dieselbe Wand anzustarren. Also halt bitte den Mund, während ich mit der rational denkenden Person rede. Mir ist klar, dass das nicht einfach ist, aber für dich springt auch was dabei raus. Wenn der Strom abgeschaltet ist, öffnet sich die Tür zum Tresorraum automatisch. Bedien dich. Mir ist das alles egal. Also, bitte, befrei mich endlich. Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Warte. Ich habe eine Idee. Mr. Bradburton will sterben, weil er einsam ist, richtig? Naja, ich könnte bei ihm bleiben, ihm Gesellschaft leisten und mit ihm reden. Er ist schließlich sowas wie ein Held für mich. Was ist für mich drin, können wir fragen. Ich will diesen Prototyp, können wir auch sagen. Und keine Chance. Da ist was dran. Nun, also wieso haben wir bitteschön nicht die Option auszuwählen? Hey, Bradburton, sag mal, kannst du uns was verraten? Wie bist viel? Bist du müde? Dann solltest du eine Nuka-Cola trinken. Die bringt mich immer auf Trab. Ja gut. Mr. Bradburton, sagen Sie mir bitte, wie viele Stufen hat diese Treppe? Wissen Sie das zufällig? Ja, das war jetzt nicht schön. Da ist was dran, sagen wir natürlich. Da ist was dran. Aber ich will eine Entschädigung für die experimentelle Munition. Ich habe eine Sache, die dich interessieren könnte. Ich habe einen Nuka-Cola-Anzug aus einer Sonderkollektion. Der ist echt schick. Und es wurden nur wenige davon hergestellt. Er ist einer meiner größten Schätze. Aber ich wäre bereit, ihn dir zu überlassen. Ein Nuka-Cola-Anzug? Das ist armselig im Vergleich zu dem, was ich dir anbiete. Deine Entscheidung. Aber ich bitte dich, mir meinen Wunsch zu erfüllen. Niemand sonst kann mir helfen. Kannst du dir vorstellen, jahrhundertelang so gefangen zu sein? Ja, also ich muss sagen, nur hier die Treppen anzuschauen. Also ich wüsste, wie viele Stufen die Treppe hätte. Und zwar könnte ich das bestimmt vorwärts und rückwärts sagen. Ja, rückwärts ist ja nicht so schwer. Gut nach. Fälle keine voreilige Entscheidung. Ach, ich hätte doch, ja okay, 200 Jahre ist vielleicht ein bisschen hart, aber doch, ich hätte was gefunden. Da ist auch ein schönes Bild. Ja gut, man kann ja nichts mehr, man hat ja nichts mehr. Das ist, ja okay, ich gebe zu, das ist ein bisschen blöd, aber jetzt bist ja du da. Und wir bauen ihm. Tut mir leid. Und wir bauen ihm einen Roboterkörper und dann kann er hier rausstaxen. Okay. Sierra? Ich habe mich entschieden. Ich wage ja kaum zu fragen, aber wie lautet deine Entscheidung? Willst du die Formel noch, können wir fragen? Ich weiß noch nicht, können wir auch sagen. Oder ich schalte die Energie ab. Nein, werden wir nicht. Sierras Angebot nehmen wir natürlich an. Ich nehme dein Angebot an. Ich schalte die Energie nicht ab. Danke. Du tust das Richtige. Es geht hier immerhin um eine große Persönlichkeit. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mit einer lebenden Legende sprechen. Viel Glück mit Nuka World. Ohohoho. Ja, aber das ist doch viel, viel besser gelaufen als in der letzten Folge.
Ich nenne diese Folge einfach Folge B. Ich wollte die erste dann erst Fail nennen und diese dann irgendwie anders, aber die erste heißt A und diese wird B heißen. Habe ich soeben beschlossen? Und wir gucken uns an, was wir da Schönes bekommen haben. Das war wahrscheinlich das Beste, was wir machen konnten. Oh, Nuka World Anzug. Huhu, schadensresistent. Oh, Moment, wir können uns den auch so angucken. Oh yeah, ich liebe es. Vielleicht. Müssen wir gleich mal gucken, wie der aussieht. Aktuelle Mods, keine. Also soll das heißen, wir können ihn verbessern. Schadensresistenz richtet er an, hat er eine Schadensresistenz, meine ich. Ballistischer Schaden 2 und Strahlungsschaden 5. Intelligenz 1, Wahrnehmung 1, Gewicht 3 und Wert 11. Wow. Ja, da haben wir aber jetzt wirklich einen Fitch gemacht, oder? Ziehen wir es an, das gute Stück. Mal sehen, was ich hier noch so für meine Sammlung finde. Na toll. Wir sehen ein bisschen aus wie ein Handwerker, oder? In Rot. Oh, aber doch, ich mag den. Doch. Ich finde das besser. Was war da nochmal das Rezept? Und naja, okay. Ja, okay. Ist ja alles gut. Und, wie geht's dir? Es ist unbestreitbar schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Ha, na siehst du wohl. Haben wir doch alles richtig gemacht. Und wie geht's dir? Ihr seid ich glücklich, oder? Ich mach mal den Abflug. Hier gibt's nicht mehr viel für mich. Was? Hi, Sierra. Der Trip war's absolut wert. Ich bin froh, dass ich hergekommen bin. Jetzt lässt sie ihn alleine. Wieder 200 Jahre, bis irgendeiner vorbeikommt. Oh Mann, du, auf dir lastet dein Fluch. Ich glaube, das hat man davon, wenn man Unsterblichkeit anstrebt. Oder anstreben darf man ja, aber wenn man so weit geht und hier drin ist doch kein Trigger mehr versteckt. Das lassen wir mal alles sein jetzt. Ich bin glücklich, diese Folge ist kürzer. Vielleicht, nein, Moment, wir müssen doch irgendwas... Ha, wir müssen den Anzug noch testen. Ja, wir müssen noch ausprobieren, was er alles kann. Moment mal, wir haben doch alles, was wir... Alles haben wir doch dabei. Alles, was wir wollen. Liebe Welt da draußen, merkt ihr gar nicht, wie glücklich ich damit bin. So, wir ziehen das jetzt hier schön an und die Arme auch noch. Und die Arme auch noch. Ein passender Hut wird... Oh nein. Der Anzug ist nur der Anzug. Wir können nichts kombinieren damit. Oh nein, was haben wir getan? Ich bin total unglücklich mit der Entscheidung. Hätte ich mal lieber die Nuka-Bomben genommen. Wie jetzt ehrlich? Moment mal, den kann man hier noch sehen. Yep. Ja, tatsächlich. Wir können wahrscheinlich überhaupt nichts damit anfangen. Ja, doch, einen Hut können wir aufsetzen. Ah, das ist ja schon mal was. Aber ansonsten... Ja gut, aber wir sehen super da drin aus, oder? Und so einen Anzug hat ja wohl niemand. Also ich bin dafür, dass ich zufrieden bin damit. Ich finde das gut. Und der Kopf lebt noch, aber wenn Sierra abhaut, sollen wir hier nicht die Tür mal zumachen und die beiden Turteltäubchen da alleine lassen? Schade aber auch. Ja, wir gucken später nochmal, wie es bei euch aussieht, vielleicht 9 Monate später. Mal gucken, ob ihr ein paar Kinder im Glas gezüchtet habt. Das war jetzt fies, oder? Tut mir leid. Ich will nicht fies sein, aber mir kommen solche Ideen. Sierra, das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, du hast noch den Kopf. Da ist alles dran. Der hat auch noch seine Zunge und alles. Also, wenn du ihn jemals aus dem Glas rausgepult kriegst, dann... Ach, ich höre schon auf. Ich lasse es. Ich bin glücklich mit dem Ausgang. Ich mag unseren Mann. Ich mag unseren Anzug. Den finde ich super. Schade, dass sie uns nicht beides gibt. Wir können ja... Jetzt haben wir den Anzug. Eigentlich könnten wir ja jetzt... Ja, wir könnten ja jetzt, wenn wir ganz nett sind... Okay, wenn wir ganz, ganz nett sind, warten wir, bis Sierra weg ist. Und wenn wir nicht nett sind... Irgendwann schreibe ich ein Buch darüber. Und bevor du fragst, ja, du wirst darin eine wichtige Rolle spielen. Versteht Sierra? Ihr? Das war echt aufregend, oder? Versteht ihr, was ich meine? Wir könnten ja jetzt...
Oder wir haben den Anzug? Ja, komm, ach nein, das wäre fies. Vor allem, wenn wir es irgendwann mal wirklich haben wollen, können wir es ja immer noch machen. Ich meine, er ist doch wieder glücklich. Es freut mich, wie sehr meine Arbeit noch heute geschätzt wird. Sierra hat mir das klar gemacht. Na, ist doch alles gut. Wir haben ihnen geholfen. Sie ist zufrieden, immer noch. Mal sehen, was ich hier noch so für meine Sammlung finde. Oh, hier ist eine ganze Menge. Dürfen wir den Aufsteller vielleicht mitnehmen für unser Schlafzimmer? Geht das? Der ist lebensgroß, oder? Ist der aus Holz? Eine Holzpuppe, na endlich. Oh, Mama mia. Ja, dann ist das doch mal vielleicht eine kurze Folge. Ich bin dafür, wir machen hier raus eine kurze Folge. Wir gehen jetzt nochmal schlafen in unserem schicken, schicken Anzug. Sieht ja auch fast aus wie ein Schlafanzug. Aber sehe ich richtig? Könnte der vielleicht mal gewaschen werden? Kann das sein? Wisst ihr, liebe Welt da draußen, was mich ärgern wird? Wenn wir jetzt rausfahren oben und alle, die ganzen Raider, die Händler, Verkäufer, die Karawanen und sogar die Plünderer und alle anderen, wenn die in solchen Anzügen rumrennen, ich glaube, dann flipp ich aus. Nein, wir haben Gutes getan. Beide sind glücklich, Sierra ist glücklich, der Kopf im Glas ist glücklich, also Mr. Brad Burton. John Caleb Brad Burton ist glücklich und Sierra Petrovita ist auch glücklich und ich bin erstmal glücklich. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ihr könnt ja mal die letzte Folge, das Ende der letzten Folge mit dieser vergleichen. Ich glaube, da merkt man schon, dass das... Ja, ich habe vor Glück über diesen schönen Anzug fast Tränen in den Augen. Misha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Das ist mir vollkommen egal. Und der Anzug passt noch zu der Brille. Habt ihr das gesehen? Da, perfekt. Das ist mir ganz egal, was ihr sagt. Wir haben unseren Anzug. Jetzt kann die Welt untergehen. Haha. Endlich haben wir. Ja, irgendwie finde ich den aber gar nicht so... Woran erinnert er mich jetzt? Ich weiß nicht. An die Schweiz? So mit dem Pluszeichen? Vorne? Ja, wir sehen aus wie ein Schweizer Taschenmesser. Ja, tatsächlich. Wir sind ein Schweizer Taschenmesser. Super, sogar das weiße Pluszeichen ist da. Klasse. Es ist total langweilig, seit Misha uns in Teams gesteckt hat. Ja, wir haben jetzt alles. Das ist wunderbar, was ihr mir da erzählt. Wir werden in der nächsten Folge hier aufräumen ein wenig. Nein, wir werden die Raider und so weiter erstmal zuweisen, um dann weiterzusehen, wie es weitergeht. Aber diesen Anzug, da müssen sie uns chirurgisch draus entfernen dann. Ja, gehen wir denn mal 16 Stunden schlafen jetzt? Ja, klar. In unserem neuen Anzug. Ja, das ist doch schön. Wir brauchen ein passendes Bild jetzt noch mit dem Anzug. Thumbnail. Ja, ach, da unten wollte ich jetzt kein Bild machen. Wir haben ja schon eins in der letzten Folge. Wir brauchen ein schönes mit, am besten mit dem Nuka World. Wir gehen nach ganz vorne am besten. Mal sehen, ob wir da was Schönes finden. Ich meine, hier könnten wir auch vorne raus. Hinten raus ist das für mich eher. Vorne ist mit Sicherheit genau die andere Seite. Oh, bloß nicht mit unserem guten neuen Anzug in das schmutzige Wasser, um Gottes Willen. Immer schön aufpassen mit den neuen Kleidungsstücken. Oh, wir haben gar keinen Nuka World Hut. Was machen wir denn da? Ich meine, der Hut passt ja jetzt auch irgendwie dazu. Jawohl. Ohne Hut, das passt. Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. Ja, du meinst, dass das weltbewegend ist? Guck mal, was wir hier anhaben. Schau. Wir müssen jetzt jedem müssen wir jetzt unseren schönen Anzug zeigen. Na klar haben Nein. wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Sieh es nur. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Sieh nur auf unseren Anzug. Oh Gott, ich merke schon. Nee, wir beeilen uns jetzt. Es fehlt nur noch das Thumbnail und dann... Dann ist die kurze Folge schon vorbei. Diesmal. Hier könnte der Ausgang sein.
Ja, natürlich. Oh, das ist aber nicht der Ausgang, nein. Oder der Eingang vielmehr. Keiner von uns ist traurig wegen Coulter. Aber vermassel das nicht. Auf gar keinen Fall. Mit so einem schicken Anzug glaubst du, ich vermassel irgendwas? Ha, ich bin das Schweizer Taschenmesser. Da klappt immer was Neues raus. Das ist faszinierend. Mason hat die letzten Alpha-Tiere teeren und federn lassen. Jetzt sind sie weg. Aber frag lieber nicht, was aus ihnen geworden ist. Okay. Du hast unseren Anzug aber schon beachtet, oder? Die Stiefel passen auch richtig gut dazu. Das ist cool. Ich find's cool. Unbedingt. Vielleicht noch etwas größer müsste das Nuka World Zeichen sein. Ah, jetzt stehen wir auch noch im Schatten von so einem Baum hier. Das möchte ich auch nicht so gerne haben. Das wäre perfekt, wenn es ohne Schatten wäre. Ja, während wir hier die richtige Position suchen, um ein schönes Thumbnail zu bekommen von unserem schönen Schweizer Taschenmesseranzug, darf ich mich schon bedanken für euer Zu... Jetzt sieht es aus, als würde... Wir sehen aus wie eine Nuka-Cola-Flasche. Da oben sprudelt es aus dem Kopf raus. Ist das nicht herrlich? Ach, ich find's gut. Ich find's gut. Ich darf mich bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.